Der umstrittene Fahrdienstvermittler Uber darf in London weiter auf den Straßen bleiben. Ein Londoner Gericht gewährte dem US-Unternehmen eine vorläufige Lizenz für 15 Monate mit Bewährungsauflagen. Dazu gehört, dass Uber den Regelanforderungen der Nahverkehrsbehörde Transport for London folgen muss. Außerdem stimmte Uber einer Überprüfung nach 6 Monaten zu und versicherte, keine Manager zu beschäftigen, die an einem Versuch beteiligt waren, Aufsichtsbehörden mit Hilfe von Software-Tricks zu täuschen. Transport for London hatte im vergangenen September die Lizenz von Uber nicht verlängert. Die Firma agiere verantwortungslos, unter anderem was das Melden von Straftaten und medizinische Kontrollen der Fahrer angehe. Während des Berufungsverfahrens dürften Uber-Fahrer in der britischen Hauptstadt weiter ihre Dienste anbieten.